Herr Dr. Schmidt, ja, ein Erdbeben der Stärke 6,3 hat Nordkorea während des vergangenen Atomwaffentests geschüttelt. Die Detonation muss auf jeden Fall extrem stark gewesen sein, so beurteilten Experten den Test. Was lässt sich jetzt aus dem vorhandenen Wissen über Nordkoreas aktuelle Bewaffnung schließen? Ja, es ist eindeutig, dass Nordkorea diesmal eine deutlich stärkere Atombombe getestet hat. Unklar ist nach wie vor, ob es sich um eine Wasserstoffbombe oder um eine geboostete Atombombe gehandelt hat. Man kann also die Detonationswirkung auch durch die Zugabe von Deuterium oder Tritium verstärken. Und das ist einfacher machbar als eine Wasserstoffbombe bauen. Erst die Analyse von Radionukliden, die nach so einem Bombentest frei werden, kann darüber Aufschluss geben, um welchen Test es sich tatsächlich gehandelt hat, also ob es lediglich eine geboostete Bombe oder eine Wasserstoffbombe war. Das kann aber Tage oder noch mehrere Wochen dauern. Mhm. Ja, und die Analyse muss man wahrscheinlich am Testort selbst vornehmen. Das heißt, es ist nicht klar, ob Nordkorea jetzt wirklich eine Wasserstoffbombe besitzt, oder? Nun, was die Entdeckung erschwert, ist, dass die Gesteinsformation, in denen Nordkorea diese Tests durchführt, Granit, dass die also das Entweichen der Radionukleide deutlich abbremsen. Und vor diesem Hintergrund, wie gesagt, am besten wäre es natürlich über dem Testgelände selbst, aber man kann durch Winde, die vom Testgebiet wegwehen, sowohl in China als in Russland als auch auf hoher See durch Schiffe und Flugzeuge versuchen, diese Radionukleide zu entdecken, und die geben dann Aufschluss, was tatsächlich getestet wurde. US-Präsident Donald Trump wirft seinen Verbündeten in Südkorea das Scheitern der Beschwichtigungspolitik gegenüber Kim Jong-un vor. Ja, andere Stimmen erklären, dass es gerade Trumps Konfrontationspolitik ist, die nun gescheitert sei. Ja, wer hat da wohl eher falsch gelegen? Ja, ich denke, dass da eher Trump falsch gelegen hat, denn eigentlich hat der neue südkoreanische Präsident keine Beschwichtigungspolitik betrieben, sondern parallel zu der Aufrüstung seiner Streitkräfte und auch deren Reform einen neuen bilateralen Dialog mit dem Norden beginnen wollen, der leider bis heute nicht zustande gekommen ist, weil Nordkorea ihn verweigert. Trump hat sich mit seinen Twitter-Botschaften zum Teil deutlich stärker in die Nesseln gesetzt, etwa als er nach dem ersten Raketentest einer Mittelstreckenrakete behauptete, es werde in keinen nordkoreanischen Test einer Interkontinentalrakete geben. This will never happen, hat er gesagt. Und im Juli haben dann die Nordkoreaner gleich zwei solcher Raketen getestet. Oder wenn er jetzt erwägt, zum Beispiel über eine Twitter-Botschaft mit jedem Land den Handel abzubrechen, das Nordkorea mit Waren beliefert, dann zielt das natürlich primär gegen China, hätte aber auch deutliche Folgen eben für die USA. Ja. Genau, also ist das überhaupt ein realistischer Vorschlag? Kann man einfach die Handelsbeziehungen mit zum Beispiel China abbrechen? Ja, das hätte, wie gesagt, eben auch enorme Auswirkungen auf die USA selbst. China ist zwar der wichtigste Handelspartner Nordkoreas, keine Frage, aber die Vereinigten Staaten haben 2016 Waren im Wert von 115 Milliarden US-Dollar nach China exportiert, gleichzeitig Waren im Wert von über 460 Milliarden US-Dollar aus China eingeführt. Man kann sich also vorstellen, wenn dieser Handel abrupt abgebrochen wird, dass das erhebliche Auswirkungen auf die US-Wirtschaft hätte. Selbst eine Rezession wäre dann nicht mehr völlig ausgeschlossen. Diese Drohung von Trump steht daher auf tönernen Füßen. Es war ja nicht die einzige Drohung von US-Präsident Donald Trump. Auf die Frage, ob die USA Nordkorea militärisch angreifen würden, sagte er, wir werden sehen. Also ist jetzt ein Krieg auf der koreanischen Halbinsel wahrscheinlicher als im letzten Monat geworden? Ich glaube das eigentlich nicht. Ich glaube, die USA wollen jetzt nun durch eine aggressivere Sprache Nordkorea, China und Russland stärker unter Druck setzen.
damit es eben zu mehr Konzessionen bereit ist. Ich halte es aber für äußerst unwahrscheinlich, dass die USA tatsächlich einen Krieg riskieren werden. Sie wissen, was dabei für Südkorea auf dem Spiel stehen würde. Es könnte verdampfen, so hat es, glaube ich, der britische Außenminister ausgedrückt. Was für Handlungsspielräume bleiben jetzt China? Die waren ja traditionell einziger Partner von Pyongyang, aber sie sind wahrscheinlich auch nicht wirklich begeistert von den aktuellen Entwicklungen. Das ist sicherlich richtig. China war ja auch am stärksten von den Folgen des nordkoreanischen Atomtests betroffen. Bis in 200 Kilometer Entfernung von der Grenze waren die Auswirkungen dieses Tests zu spüren. Und China hat ja deutlich gemacht, dass es sich einerseits sicherlich an weiteren Sanktionen beteiligen wird. In welchem Umfang wird man noch sehen. Es will aber gleichzeitig seine Bemühungen gemeinsam mit Russland verstärken, einen Dialog zwischen Nordkorea und den USA zustande zu bringen. China wird sich daher darum bemühen, beide Seiten stärker auf einen Kompromiss hinzubewegen, also dass jeder noch mehr Konzessionen macht, damit nun endlich doch ein Dialog zustande kommt und eine diplomatische Regelung des Konfliktes auf den Weg gebracht werden kann. Andernfalls muss man davon ausgehen, dass die Spannungen in der Region weiter steigen werden. Und das will natürlich China in keinem Fall, weil das dann zu vermehrten Rüstungsanstrengungen Südkoreas, Chinas und natürlich auch der USA führen wird. Ja, mehr Spannungen will wahrscheinlich fast keiner. Jetzt hat sich die Schweiz noch als Mediator ins Gespräch gebracht. Ist das ein realistischer Lösungsansatz? Das ist natürlich durchaus zu überlegen. Die Schweiz ist ja ein neutraler Staat und hat auch in der Vergangenheit erfolgreich in vielen Konflikten Mediationsaufgaben übernehmen können. Ob das auch in diesem Konflikt möglich wäre, müsste man natürlich versuchen. Aber die Schweizer sind in solchen Dingen nicht völlig unerfahren und könnten eine solche Rolle durchaus übernehmen. Das ginge allerdings nur, wenn alle beteiligten Seiten mit einer solchen Rolle der Schweiz einverstanden wären. Sonst macht das keinen Sinn.